Abgereiste reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo miteinander, heute mal ein bisschen Abwechslung, wieder mal ein kleiner Vlog. Und zwar, ich bin allein zu Hause, na ja gut, nicht ganz. Hallo, guten Tag. Und zwar muss ich heute hier, ich muss die Tierrunde machen, ne? Ihr habt Hunger, ne? Und ja, hier ist mein Plan und wir gehen jetzt mal rum. So, dann machen wir die zwei Kanöfen zuerst. Kommst du? Na komm. Gutes Futter hier ohne Getreidescheiße, ne? Ja gut, einhändig wird jetzt nichts. Ich tue die zwei Guten jetzt mal finden. Ja, es geht jetzt, ich mache aus, ich muss die füttern. Fast vergessen, Mizi, schöne Grüße vom Johannes. So, beim Vlog muss man sich ja auch mal ein bisschen zeigen, ne? Wie ihr seht, ich bin unter den Rasenmäher gekommen und ist noch was passiert. Ja, dann ist mir noch ein Farbeimer umgefallen. Und weil er immer rumgeklatscht war, dachte ich, ach komm, streiß, haust das gleich an die Wand und so. Ich habe mal ja alles gestrichen und wir gehen jetzt mal zu den Hühnern. So, die Patronis, die hocken schon in Sicherheit hier. Ich gehe jetzt noch mal rausgucken. Ah, da ist noch jemand draußen. Grüße von Johannes. So, sind alle rein. Zack. So, und hier haben wir noch unsere Enten, die müssen auch noch rein. Erstmal natürlich Grüße von Johannes. So, hier haben wir noch unsere Bräuler. Guten Tag. Grüße von Johannes. Ja, hier wollen wir noch ein kleines Update machen. Das geht auch bald weiter. Da mache ich aber extra Video nochmal dazu. Ich habe bis jetzt nicht viel weiter gemacht. Wir haben ein bisschen hin und her gezerrt und so. Wegen Geburtstag, aber Akkus sind nach Hause und naja. Aber Update kommt die Tage, sag ich mal. Ja, ich will mal gucken, dass so gewisse Sachen hier gerade mit YouTube und so. Kann man eigentlich nur mit Humor nehmen, ne? Viel mehr bleibt nicht. Guten Tag. Ich hoffe mal, ich blende die jetzt nicht zu sehr. Grüße von Johannes. Guten Tag. Bin heute ein bisschen spät, mein Guter. Jo, alles gut. Kennt mich doch. So, Grüße von Johannes. Das ist ein bisschen erschrocken. Na komm, jetzt füttern wir dich noch.